Die 0:2 Heimniederlage gegen den Tabellenletzten aus Hartberg war dann doch zu viel. Der FC Wacker Innsbruck hat sich am Dienstag von Trainer Michael Streiter getrennt. Seinen Job übernimmt vorläufig Florian Klausner. Auch die Position des Sportdirektors wird weiterhin durch Florian Klausner besetzt. Es war und ist einiges los momentan beim Tiroler Traditionsverein. Einen Rückblick der letzten turbulenten Tage sehen Sie jetzt in der aktuellen Wacker TV-Ausgabe mit Christoph Knapp. Collector Football! Immer wieder hofft man, ab und zu gewinnt man und dann kommt wieder der Rückschlag. Also es ist einfach total bitter und vor allem ist eins ganz schlimm, Tivoli war mal eine Festung. Da haben tausende Leute auf der Nordtribüne gefeiert, gesungen, auch wenn die Mannschaft einmal verloren hat. Aber die haben nicht oft verloren. Black Hole Sun, won't you come? Wash away the rain, Black Hole Sun. Und jetzt ist das Tivoli-Stadion in Innsbruck ein offenes Scheunentor. Wir verlieren heute im eigenen Stadion gegen einen soliden Aufsteiger. Die haben ein Handwerk des Fußballs produziert. Verlieren wir letztlich verdient mit 2:0. Also wenn er glaubt, dass ich die Mannschaft nicht mehr erreiche, habe ich gesagt, wenn sie das so sieht, dann bin ich der Letzte im Sinne des Vereins, der, was mir sehr wohl noch sehr viel bedeutet. Will ich niemandem im Weg stehen, dann mache ich meinen Platz frei, dass der Nachkomme oder der Nachfolger, besser gesagt, vielleicht mehr Glück auf seiner Seite, das was ich habe. Ich kann keinen Namen bestätigen, will auch keinen jetzt da in den Raum stellen. Es wird Gespräche geben, es wird intensivste Gespräche geben, wo man wirklich die Für und Wider und das Abgelaufene vielleicht dagegen hält, was ist wirklich passiert, wo liegen die Fehler. Es wird jeder hinterfragt und man wird die beste Lösung finden. Jetzt hat man mit dem Michi Streiter eine einvernehmliche Lösung gefunden. Ich nehme mal an, diese einvernehmliche Lösung reißt jetzt kein großes Loch in das Budget. Ich habe mich deshalb auch bei Michael Streiter bedankt. Das ist sehr, sehr fair von Michael Streiter. Er hat das gesteckte Ziel offensichtlich, oder wie man gesehen hat, nicht erreicht und hat dann die volle Verantwortung übernommen und hat dem Verein, gibt dem Verein dadurch auch die Möglichkeit, wieder agieren und reagieren zu können. Ich bin immer einer, der was sich gestellt hat. Man kann sich nicht immer nur bei der Sonnenseite stellen, sondern Sport begleitet viel Schatten da sein. Leider ist der Schatten etwas größer gewesen wie die Sonne in den 10 Monaten und selber enttäuschend. Aber das ist der Sport, der ist nicht berechenbar, weil sonst hätten wir es alle einfach. Und wie gesagt, die nächsten Schritte werden sein, einmal ausspannen, zurückziehen, Kräfte sammeln, mentale Kräfte sammeln und dann den nächsten Verein, der sich melden wird, wieder so anzugehen, wie ich es eigentlich auch da gemacht habe. Und dann werden wir sehen, ob man wieder Erfolg hat oder nicht. Es ist sehr viel Kritik in der Vergangenheit passiert. Es wird vieles auf dich jetzt zukommen. Mit der Interimslösung werden nicht alle eine Freude haben. Trotzdem ziehst du dir diese großen Schuhe an. Warum? Ja, weil man ein Herz am Verein liegt und weil ich am Verein viel zu verdanken habe, sonst wäre ich nicht da. Ich habe damals vor 10 Jahren circa die Chance bekommen, da ins Traineramt einzusteigen und bin halt da stetig hochgewachsen und da liegt mir einfach ein Herz daran und dem stelle ich mich und ich hoffe, dass der Erfolg kommt und dass ich den Kritikern dann beweisen kann, dass es trotzdem funktioniert und wenn nicht, ja, dann haben wir die Kritiker recht. Collector Football! Dringend punkten muss der FC Wacker am Freitag zu Hause gegen St. Pölten. Nach 5 sieglosen Spielen in Serie hofft man im Innsbrucker Lager auf den Befreiungsschlag.